Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu meinem dritten veganen Wochenvideo. Sorry, ich bin ein bisschen kaputt noch von gestern. Ich war gestern auf dem Sunrise Avenue Konzert. Es war awesome, aber meine Stimme geht mir gerade echt ein bisschen ab und ich bin voll fertig. Nichtsdestotrotz will ich heute ein neues Video für euch machen, für meine vegane Woche. Mein zweites Video, mit dem gab es vorgestern Komplikationen und ich bin gestern erst um 12 Uhr heimgekommen und war des Todes und bin deswegen gleich pennen gegangen. Drum kommen heute zwei Videos. Nämlich zum einen, wie ersetzt man etwas nicht veganes zu einem veganen und was war in dieser Woche so gut, was war schlecht. Also zuerst, es hat mich am Anfang, hat es mich sehr geschockt, in wie vielen Produkten Fleisch, tierische Sachen drin sind. Zum anderen hat es mich extremst überrascht, wie einfach man etwas ersetzen kann. Ja klar, Milch ist klar, Sojamilch, Reismilch, Hafermilch, Dinkelmilch, Kokosmilch, halt sehr viel Getreide. Und überhaupt ist Soja ist ein Standardbestandteil eines Veganers. Jeder, der mit Soja nichts anfangen kann, der wird vegan nie packen. Würde auch nicht, glaube ich. Wäre extrem schwierig. Ja, Milch ist jetzt echt nicht schwer gewesen. Dann Ei. War schon ein bisschen kniffiger, haben wir aber auch herausgefunden. Das war relativ schnell. Sojamehl mit Wasser. Hat dieselbe Konsistenz wie Ei. Man schmeckt nichts. Super. Wie gesagt, wieder Soja. Selbst Fleisch konnten wir ziemlich gut ersetzen. Das war eigentlich auch Soja. Das ist Tofu, das ist Wasser mit Soja. Und ja, viel anderes musste man eigentlich nicht ersetzen. Das waren eigentlich so die wichtigsten Bestandteile von Milch. Ja klar, Milchprodukte, Joghurt, Sojajoghurt, Butter war Margarine. Und so weiter und so fort. Also, ersetzen ging eigentlich alles echt einfach und es hat mich auch überrascht, wie schnell das ging. Und ja, das war eigentlich schon der erste Teil meines Videos. Hey, das wird echt kein langes Video, Leute. Und der zweite Teil dieses Videos, das wird echt verdammt kurz, dieses Video, glaubt mir, ist, was war gut, was war schlecht, schon mal so ein kleines Fazit zum Essen hin. Ja, was war gut? Auf jeden Fall mal Tofu. Ich habe Tofu extremst zu lieben gelernt, besonders Räuchertofu. Jeder Räuchertofu hat so ein bisschen die Konsistenz von Kalbsleberkäse, schmeckt auch ähnlich, schmeckt richtig geil. In Spaghettis zum Beispiel kann man das super reinhauen anstatt Fleisch. Wir haben mal Zucchini-Spaghetti gemacht, also Zucchini-Streifen und dann wie Spaghetti in der Carbonara-Soße mit dem Räuchertofu, war unglaublich lecker. Dann natürlich die Sojamilch. Besonders Sojamilch, so Schoko-Vanille-Geschmack war unglaublich geil in Kaffee geschmeckt. Was mir bei der Milch extrem schlecht geschmeckt hat, war die Hafermilch und die Dinkelmilch. Die hatten einen etwas eigenartigen Geschmack. Die Kokosmilch war noch genial. Ich bin sowieso ein totaler Kokosfreak. Also alles, was Kokos ist, würde ich am liebsten essen oder heiraten. Ja, ich liebe Kokos über alles. Ja, gut, mal so im Allgemeinen. Was war gut an diesem veganen Monat? Es war unglaublich einfach zu ersetzen. Aber groß darauf möchte ich jetzt auch noch nicht eingehen. Halt nicht auf das Ersetzen, sondern auf andere gute und schlechte Dinge. Im Allgemeinen, das kommt morgen. Und ja, was war nicht so gut, beziehungsweise was war schlecht? Zum einen war da die Jahreszeit für mich absolut unpassend, da Winter viel aus dem eigenen Garten, was geil ist, aber viel Kürbis, viel Wirsing, viel Pastinake, viel Haferwurz, das sind Gemüsesorten, die schmecken mir nicht, die haben mir noch nie geschmeckt und die werden mir, glaube ich, auch nie schmecken.
Kürbis konnte ich mich jetzt so ein bisschen anfreunden. Würsing geht auch noch ganz gut, aber Pastinake und Haferwurst bin ich immer noch kein Fan davon. Ich bezweifle, dass ich es irgendwann jemals werden würde. Es ist halt so, ich werde das Ganze im Sommer nochmal probieren. Da wird das Ganze wahrscheinlich auch um einiges besser gehen. Mein Handy ist mir gerade eben runtergefallen, was echt scheiße ist, weil da standen auch ein paar Dinge drauf. Ich werde mich jetzt aber nicht danach bücken. Das lasse ich einfach raus. Und was noch extrem schlecht war oder was mir absolut nicht geschmeckt hat, war der vegane Käse. Also soll angeblich einen echt geilen veganen Käse geben, der war mir aber ganz ehrlich zu teuer. Also der kostet echt sau viel. Und veganer Käse hat, ich weiß nicht, er hat ein bisschen ausgeschaut wie Pappmaché. Hat auch so gerochen teilweise, hat teilweise auch echt so geschmeckt. Wir hatten dann noch einen anderen veganen Käse, der war cremiger, der war eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber zum Überbacken war er auch nicht. Das war so ein Pizzakäse, gab es bei uns im Vitalia. Und ja, es gab keinen Käse, der mich wirklich vom Hocker gehauen hat. Der Joghurt ging ganz gut. Und ja, das war eigentlich auch schon wieder mein drittes veganes Video. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video gefallen. Ich bin vollkommen fertig und deswegen sage ich jetzt bis morgen. Cheerio!